Ein Mann steht im Verdacht, mit der neuen Corona-Variante Omikron infiziert zu sein. Sie könnte gefährlicher sein als das, was wir bisher in Deutschland erleben. Der Nachweis der Variante ist aufwendig, aber Forscher am Düsseldorfer Universitätsklinikum wissen, wie das geht. So ein Virus hat halt einen Bauplan, das ist diese Erbsubstanz und das sind insgesamt 30.000 Bausteine, die hintereinander einfach geschaltet sind. Und da sind ja dann in diesen Varianten einzelne Bausteine ausgetauscht. Die veränderten Bausteine gilt es zu finden. Die Forscher machen das, indem sie Proben von Infizierten sequenzieren, also den Aufbau untersuchen. Dafür wird das Corona-Erbgut aus den Proben extrahiert und erhitzt. Den wichtigsten Teil aber erledigen leistungsstarke Computer. Die einzelnen DNA-Stränge werden gespiegelt und kopiert auf der Suche nach Veränderungen. Das Gerät hier liest DNA ab und die Information wird übertragen zu dem Computer. Und der Computer setzt die gelesenen DNA-Stücke so wieder zusammen, dass man ein komplettes Corona-Genom bekommt, was man dann analysieren kann. Auch das der neuen Variante Omikron. Die Untersuchungen ergeben 30 Veränderungen allein am stachelartigen Spike-Protein auf der Oberfläche des Virus. Mit ihm dockt das Virus an unsere Zellen an. Die Befürchtung, die Veränderungen erleichtern es, dem Virus einzudringen. Für Omikron gibt es den Bauplan. Es gibt aber noch keine Erkenntnisse dazu, ob die Omikron-Variante tatsächlich veränderte biologische Eigenschaften hat. Das ist die große Vermutung, die wir alle haben, einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt mittlerweile haben von anderen Varianten. Delta zum Beispiel, die dominierende Variante in Deutschland. Gut durch Sequenzierungen dokumentiert. Könnte sie von Omikron abgelöst werden? Allein durch die, ich sag mal, Dokumentation der Variante hält man sie nicht auf. Der Wunsch ist natürlich, dass man so schnell ist, dass man auch Infektionsketten, die mit diesen Varianten ausgelöst werden, so schnell erkennt, dass man sie dann auch sofort wieder beenden kann. Zeit als entscheidender Faktor, zum Beispiel um Impfstoffe anzupassen. Doch nicht alle Labore in Deutschland können Omikron überhaupt nachweisen. Beim größten Verband mit 200 Laboren sind es gerade 30. Das reiche aber, sagt der Vorsitzende. Wir haben in Deutschland Kapazitäten, die deutlich mehr als 20.000 solcher Sequenzierungen pro Woche erlauben. Das ist fast 10% der aktuellen Positivzahlen, die wir in Deutschland im Rahmen der Pandemie erkennen. Also ein sehr hoher Wert. Jörg Timm vom Uniklinikum Düsseldorf schränkt aber ein. Wir haben natürlich das Problem, dass wir sehr viele Infektionen momentan haben. Und das belastet ja auch die Laborkapazitäten. Und dann schaffen wir es auch nicht, ich sag mal, diese feineren Analysen wie diese Sequenzanalysen in der gleichen Häufigkeit durchzuführen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir natürlich auch ein Stück weit im Blindflug unterwegs. Weitere Omikron-Fälle werden kommen, wissen die Forscherinnen und Forscher in Düsseldorf. Aber es gehe darum, die so schnell wie möglich aufzuspüren, um Ansteckungen zu vermeiden und damit Zeit zu gewinnen. Ja, und gleichzeitig wächst die Sorge vor einer Ausbreitung von Omikron, weil einfach viele Erkenntnisse noch fehlen. Aber das, was bisher bekannt ist, bespreche ich jetzt mit Professor Jörg Timm. Haben wir gerade im Film gesehen, mit Maske und Kittel. Er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Düsseldorf. Guten Abend, Professor Timm. Guten Abend. Die Informationen zur Omikron-Variante sind zum Teil noch widersprüchlich. Sie scheint sehr viel ansteckender zu sein als Delta. Was können Sie uns heute Abend dazu sagen? Ja, es ist so, dass die Variante tatsächlich deutlich ansteckender ist. Ich glaube, so viel kann man jetzt aus den Daten, die mittlerweile zur Verfügung steht, eindeutig sagen. Es ist so, dass die Immunantwort, die wir haben, nicht mehr so gut schützt vor dieser Omikron-Variante. Und damit eben eine rasche Verbreitung möglich ist. Und das sehen wir in anderen Ländern und das wird leider auch bei uns so sein. Ja, wir sehen es gerade in Großbritannien. Dort breitet sich Omikron rasant aus. Inzwischen macht die neue Variante dort fast ein Drittel der Infektionen aus. Haben Sie schon eine Idee, wann Omikron bei uns dominieren wird? Also wir haben jetzt mittlerweile aus sehr vielen unterschiedlichen Städten, Regionen einzelne Berichte noch. Aber wenn man das zusammenträgt, haben wir dann auch die ersten Berichte, wo es eben nicht mehr eine direkte Verbindung gibt zu Reisenden nach Südafrika beispielsweise. Das war ja am Anfang noch so. Das heißt, wir haben hier die ersten Übertragungen auch in Deutschland. Wenn wir das jetzt weiter hochrechnen, dann muss man davon ausgehen, dass es nur einige Wochen dauert, bis das dann auch bei uns wahrscheinlich die dominierende Variante ist. Also ich würde denken, nach Weihnachten, Anfang Januar wird es soweit sein.
nach Weihnachten, Anfang Januar so in etwa, haben Sie jetzt gerade gesagt. Sie haben es auch vorhin angedeutet, dass die Antikörper, die wir jetzt gerade haben in unserem Körper, wenn wir geimpft sind, nicht so gut wirken können. Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute getwittert, eine frühe Boosterimpfung, also die dritte Impfung, sei wegen Omikron wahrscheinlich notwendig. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir alle 3 bis 4 Monate zum Impfen gehen? Nein, das lässt sich so jetzt noch nicht genau absehen. Also man muss jetzt erstmal schauen, was ist die aktuelle Situation. Und die ist nun mal so, dass wir mit der Immunität, die wir jetzt nach 2 Impfungen haben, gegen Omikron nicht optimal vorbereitet sind. Entsprechend ist es sehr wichtig, dass wir mit der dritten Impfung arbeiten. Und natürlich eben auch, dass die vielen Ungeimpften dann jetzt auch noch immunisiert werden. Das sollte man nicht vergessen. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wie sich das dann weiterentwickelt, längerfristig, ich glaube, wenn wir eine gewisse Grundimmunisierung in der Bevölkerung haben, dann werden wir nicht immer wieder nachboostern müssen. Vielleicht in einigen Risikogruppen ist das so, aber nicht in der Breite der Bevölkerung. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wie häufig wird es denn eine solche stark veränderte Variante geben, die uns dann wieder neue große Probleme bereitet? Ja, ich sag mal, das sind natürlich immer schwierige Prognosen. Grundsätzlich ist es so, das sind seltene Ereignisse. Wir haben aber jetzt bei sehr vielen Infektionen weltweit betrachtet natürlich auch bei diesen seltenen Ereignissen, dass also Varianten entstehen, die vielleicht auch wirklich etwas überraschend in ihrer Entstehungsgeschichte sind, weil wir haben ja Omikron jetzt so ein bisschen aus dem Nichts auf der Landkarte auf einmal gehabt. Das heißt, diese Ereignisse sind vor allen Dingen dann häufiger, wenn wir sehr viele Infektionen insgesamt haben. Aber ich kann nur noch mal betonen, wenn wir eine gewisse Grundimmunisierung in der Bevölkerung weltweit haben, dann wird uns dieses Problem nicht mehr so sehr beschäftigen. Und da müssen wir halt einfach ein Stück weit mit den Impfungen vor diese Welle kommen. Ich habe da noch eine Nachfrage. Wie können Sie sich denn in den Laboren, wie schnell können Sie sich da auf neue Varianten einstellen? Also von der diagnostischen Seite ist das unkritisch. Die Frage ist natürlich, wie wir dann mit der Immunisierung umgehen. Das ist ja die aktuelle Diskussion, ob wir dann vielleicht auch einen Impfstoff anpassen müssen. Und ich denke, mit Blick auf die Ergebnisse, die wir jetzt aus dem Labor haben bei Omikron, ist wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir eine Anpassung vornehmen müssen. Vielen Dank für diese Einordnung und dass Sie sich heute Abend für uns Zeit genommen haben. Professor Jörg Timm, Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Düsseldorf. Gerne.